Morgen sind wir Champions. Wird präsentiert von der Credit Suisse. Du kannst mit dem Ball machst du was willst. Du bist einer, der die Überzahl schaffen kann in einer Zone, die entscheidend ist. Peter ist ein hervorragender Fußballer. Wir müssen nur schauen, dass die Mischung in der Mannschaft stimmt, dass wir nicht nur mit den ganz Jungen spielen. Auch für die talentiertesten Spieler gibt es keine Garantie auf Erfolg. Stammspieler, Bankdrucker, Zuschauer, Details entscheiden. Die Mentalität ist so ein wichtiger Bestandteil im Fußball. Vor allem auch jetzt im Durchbruch. Ich weiß ja nicht, wie spät das sein wird. Aber im Durchbruch ist es sehr wichtig, dass man Geduld hat. Und Geduld ist eben viel verknüpft mit der Mentalität. Dazu gehört auch, nicht abzuheben. Also ich würde sagen, dass er bodenständig geblieben ist. Also trotz seiner Karriere und seinem Erfolg ist er zu seiner Familie und zu uns, zu unseren Kollegen, also genau gleich wie vorher schon. Das ist die richtige Einstellung, wenn man als geförderter Futuro-Spieler zu den grössten Talenten des Landes gehört und auch Vorbildfunktion hat. Die Futuro-Spieler aus dem Jahrgang 99 sind der Lars Hunn, der Goalie. Der Andi Zekiri, der Vollstrecker. Der Marc Schmid, der Verteidiger. Der Nedim Bayrami, der Vorbereiter. Und der Petar Pusic, der Spielgestalter. Ein Donnerstagabend bei der Familie Pusic in Schaffhausen. Ich bin jetzt wirklich mit dem Ding. Ich meine wirklich ernst. Ich kann es verstehen. Und wahrscheinlich meine Tätigkeit. Das ist mir wirklich noch nie passiert. Warte mal, ich rufe an, Martina. Warte, ich habe keinen Ton. Aber vibriert, oder? Vibriert ein bisschen, oder? Nein, der auch nicht. Dann muss es ja in der Tasche sein. Ja, ich schaue nochmal. Ja. Ja, logisch. Das ist automatisch. So, tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao. 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 Danke. Ciao. Ja, ich spiele Fußball, das ist mein Job, aber den Rest vom Tag bin ich daheim oder. Mach sonst irgendetwas, aber Familie ist alles und das ist auch eine Motivation, auch wenn es nicht läuft, dass man trotzdem da bleibt, dass man trotzdem Gas gibt, weil ja, man will sich einfach stolz machen. Obwohl sich der Petar in seiner ersten Saison als Vollprofi auch eine eigene kleine Wohnung leisten könnte, bleibt er lieber bei der Familie. Die tägliche Fahrt von Schaffhausen zum GC-Campus in Niederhasli stört ihn nicht. Ich habe mich schon da gewöhnt auf den Weg. Und solange ich bei GC bin, hat es keinen Grund, von dir wegzugehen. Im Juni hat der Petar seine KV-Lehre abgeschlossen. Was macht er mit der neu gewonnenen Freizeit? Ja, es ist eben so alles frisch jetzt. Ich muss noch etwas finden, wo ich mich wirklich intensiv beschäftigen kann. Und sonst, ja, ich bin jetzt im Sommer, es war ein schönes Wetter, bin ich sehr viel draußen gewesen. Und sonst, ja, gamen ein bisschen und einfach ein bisschen Zeit verschwenden. Für ein Zeitchen genau richtig so, findet der Futuro-Chef Heinz Moser. Die haben über Jahre haben die wirklich eine Doppelbelastung, die haben einen Wahnsinns-Wochenplan, die haben dauernd irgendwie ein bisschen Stress. Also einerseits Fußball, Schule, sicher auch im Privaten, wo neue Sachen dazukommen. Da gebe ich eigentlich jedem den Rat, wenn er mal zum Abschluss kommt, dann soll er mal die nächste Saison durchschnaufen, soll mal die Freizeit, die er hat, auch wirklich geniessen, ausnutzen. Und ja, nachher vielleicht nach einer gewissen Zeit wirklich auch finden, was hat er für Interessen. Will er sich weiterbilden, will er vielleicht irgendwie Ergänzungen machen, sei es mit Sprachen und, und. Und dann denke ich, dann kommen sie auch wieder, ja, wieder auf den Weg zurück, vielleicht ein bisschen zielorientierter neben dem Fußball zu arbeiten.
Der Petar ist in Schaffhausen geboren. Da hat er seine Wurzeln. Obwohl er schon seit mehr als 6 Jahren für GC spielt, verbindet ihn immer noch viel mit dem FC Schaffhausen und seinen Freunden dort. Mein Umfeld ist eigentlich von klein an das Gleiche. Und wo ich meine ersten Super League-Spiele gemacht habe, und auch in der U18 und U16, und von klein an eigentlich sind sie immer Spiele von mir schauen, haben mich auf dem Weg unterstützt bis ganz hoch. Und deswegen gehe ich natürlich auch gerne Spiele schauen von ihnen. Und es ist nicht, weil sie meine Spiele schauen gekommen sind, sondern weil ich einfach den Sport liebe und sie spielen noch. Und wieso nicht, wenn ich so Zeit habe, einfach schnell 5 Minuten mit dem Auto von zu Hause dort fahren und Spiel schauen. Mit dem Kenan Dubok hat der Petar in der F-Jugend zusammengespielt. Freundschaft geschlossen haben sie dann in der Oberstufe. Heute schauen sie zusammen das Spiel von ihren Kollegen Alessandro Lagona und Damian Schmid an, die in der zweiten Mannschaft von Schaffhausen auf dem Rasen stehen. In diesem Moment ist Petar die Präsenz der Kamera unangenehm. Die Aufmerksamkeit soll seinen beiden Freunden auf dem Platz gehören. Das Leben als Fußballprofi tönt auf den ersten Blick fast wie ein Halbtagesjob. Ja, wir haben jetzt in der Saison dann meistens ein Training am Tag. Und dann stehe ich plus minus am 8 Uhr auf. Und dann gehe ich in den Campus. Dort haben wir das Morgenessen mit der Mannschaft. Und nachher haben wir ein Training. Und ja, das Training geht dann 2-3 Stunden, bin ich dann dort. Es ist allerdings eine 6-Tage-Woche, weil am Wochenende ist Spieltag. Um an die Spitze zu kommen und sich hier auch etablieren, braucht es Zusatzschichten. Ich bin fest der Meinung, dass harte Arbeit nicht untergehen kann. Dass es langfristig einfach muss verheben und dass es einfach muss Erfolg bringen muss. Aber zum Saisonauftakt sieht es so aus, als müsste der Petar noch etwas Geduld haben. In der GC Startelf stehen andere. Der Nedim Bayrami zum Beispiel. In der Super League kommt der Petar nur zu Kurzeinsätzen und im Göpp ist schon nach 2 Runden gegen unterklassigen Club aus der Romandie Endstation. Auch weil Petar ohne Spielpraxis den Rhythmus fehlt und er Fehler macht, die einem technisch starken Spieler wie ihm sonst nie passieren. Für den GC-Coach Thorsten Fink liegt es aber auch an der Position, wieso der Nedim immer spielt und der Petar die Bank drückt. Peter wird sich dann auf Dauer natürlich auch durchsetzen. Das wissen wir. Das ist unser mit Nedim, das sind unsere beiden Top-Juwelen. Und Nedim spielt natürlich im Moment spielt eine gute Rolle in unserem Team. Er hat natürlich alles, was man haben muss, das ist klar. Und hat immer das Glück auf der Position. Nicht im Moment konkurrenzlos zu sein, aber wir hatten niemanden, der dort gesetzt war. Und wir wollen natürlich auch die Jungen fördern, so dass die gute Mischung dann auch stimmt. Aber das ist erst der ganz große Anfang. Wenn sie dann mal richtig Erfolg haben irgendwo, dann wird man sehen, ob sie es dann wirklich ganz oben schaffen. Das bedeutet aber auch Geduld haben und dem Coach jeden Tag im Training zeigen, dass man in die Startelf gehört. Okay, guys. Wie schwer das ist, weiss der Nationalspieler Mario Gavranovic aus eigener Erfahrung. Wenn man jung ist, kann man schnell negativ denken. Aber ich habe mich immer konzentriert auf das, was ich konnte beeinflussen, nicht auf das, was ich nicht ändern konnte. Und es gibt nichts anderes, als weiter zu arbeiten, um die nächste Chance zu warten. Und wenn dann die Chance kommt, man muss bereit auch sie zu nutzen. Auch in der Nationalmannschaft läuft es für den Petar nicht gut. Eigentlich für die U20 aufgeboten, wird er vom U21-Coach Mauro Lustrinelli nachnominiert. Aber kurz vor dem Zusammenzug und Spiel zu Bosnien und gegen Liechtenstein muss er wegen einer Magenverstimmung ins Spital. Bin ich halt in Notfall gegangen. Und dort haben sie mich dann halt behandelt. Und irgendwie bis am 4 Uhr morgens bin ich da gewesen oder so. Und ich war den ganzen Tag wirklich zu Hause. Wirklich durch. Keine Kraft mehr. Ich habe irgendwie 8 Mal eine halbe Stunde lang geschlafen oder so.
Und wirklich auch keinen Tiefschlaf gefunden, nichts. Und dann am Abend habe ich gesagt, ich will unbedingt dort in das Lager, ich will unbedingt mit der U21 spielen. Und dann habe ich meine Sachen gepackt und bin gegangen. Aber in beiden Spielen steht der Petar nicht einmal im Kader und muss auf der Tribüne Platz nehmen. Seine Reaktion ist trotzdem professionell. Auf der Bank habe ich eigentlich schon viele Erfahrungen. Aber auf der Tribüne ist dann wieder etwas ganz Spezielles. Ja, es ist nicht schön, wenn man Spieler ist. Man merkt natürlich, dass das Niveau sehr hoch ist in der U21. Es sind alles gestandene Spieler da. Und ja, von dem her nehme ich es wieder gerne mit und man lernt so. Und für die Zukunft wird das viel bringen. Was der Petar noch anstrebt, hat der Nedim schon erreicht. Er steht gegen Bosnien und Liechtenstein von der ersten bis zu der letzten Minute auf dem Feld. Als jüngster Spieler. Ja, ich denke, dass ich jetzt eine wichtige Rolle habe, auch bei GC. Und jetzt in der Nazi auch einer der Jüngeren auch kann Verantwortung übernehmen kann. Dass ich da meine Erfahrung sammeln kann. Und also international. Und dann hoffen wir, dass mal das Ziel ist, Annazi. Auch der Coach Lustrinelli ist mit seiner Nummer 6 zufrieden. Hat eine gute Persönlichkeit gezeigt, wirklich. Die ersten 5 Minuten waren ein bisschen so, aber nachher hat gezeigt, heute, das war nicht so ein schwieriges Spiel im Moment für ihn. Aber was er gemacht hat, hat mit Persönlichkeit gemacht. Und wenn wir denken, das ist der jüngste Spieler auf Platz, also für die Zukunft, ja, das ist sehr wichtig für die ganze Schweiz. Ist es für den Petar schwer, zum Miterleben, wie der Nedim durchstartet? Nedim ist der Nedim, ich bin ich. Ich schaue auf meinen Weg und ich habe mein Ziel, ich habe mein langfristiges Ziel vor meinen Augen. Und das ist schön für ihn, wenn es für ihn im Moment schön ist. Aber die Karriere geht lang und man muss langfristig schauen. Und ja, ich mache einfach das Beste daraus. Und, ja. Den eigenen Weg fokussiert gehen. Das ist auch das, was der Lustrinelli von Petar erwartet. Eigentlich er war für die U20 in Aufgebot. Ich habe ihn nachnominiert, weil wir wollten ihn. Peter, auch für mich war auch sehr wichtig, ihn kennenzulernen und dass er auch dabei war. Und für mich das war auch wichtig. Klar, die Situation für Peter im Moment ist nicht einfach. Bei GC spielt er auch nicht immer. Vielleicht könnte er mal mit U20 spielen, aber das gehört zu dieser Arbeit. Es sind Momente, es sind Phasen von der Karriere, das ist nicht alles super. Aber ich denke, das ist genau in solchen Phasen, dass ein Spieler kann seinen Charakter noch verstärken. Heute, ich glaube, hat sehr gut reagiert, hat die Energie auch für die Gruppe gemacht und ja, ich glaube, das war auch mental seiner Australik so, eine gute Antwort. Der Petar hat in seiner jungen Karriere immer wieder Rückschläge müssen verkraften. Vor anderthalb Jahren war er bei GC schon auf dem Sprung ins A-Team, hat dann aber zurück in die U18 müssen, weil der Club ihn gemäss Verbandsstatuten falsch eingesetzt hat. Nicht einfach für einen jungen Spieler, um das zu verarbeiten. Wenn man irgendwann sagt, ja, er spielt nur noch in U21 und dann vielleicht eben nicht daran denkt, dass irgendwann, wenn er spielt, dass er dort nicht mehr spielen kann und dann wieder in die U18 muss, finde ich, ist das genauso unglücklich, wie er vielleicht nachher das Gesamte muss verarbeiten muss, wo ich merke, er hat Schwierigkeiten. Also jetzt bin ich am Samstag gerade wieder schauen und ist eigentlich noch in diesem Fahrwasser. Es wird fast gedrückt vor Last, wie es das gegangen ist, die Situation. Aber auch dank der professionellen Unterstützung im Futuro-Projekt kommt der Petar immer wieder zurück. Ja, Petar, jetzt bist du parat. Im März 2018 ist der Petar, wie der Futuro-Kollege Andi Zekiri, für Leistungstests zu Macklingen aufgeboten. Zu dieser Zeit läuft es beim Petar super. Beim 0:0 gegen Andi in Lausanne steht er bei GC in der Startelf. Der Andi dagegen wird nur für die letzten 10 Minuten eingewechselt. Weißt du, was ich gesagt habe? Wenn ich wie du hätte von Anfang an spielen können, hätten wir das Goal geschossen und wir hätten gewonnen. Das war aber nicht so. Ja, ich durfte ja auch nicht von Anfang an spielen. Du hast auch nicht getroffen und du hast von Anfang an gespielt. Nein, nicht 20 Minuten, nur 10 Minuten.
Mama. Schön, dass er so ein Selbstvertrauen hat. Ich weiß nicht, ob er den Ball berührt hat. Ehrlich gesagt. Also ich habe nicht bemerkt, dass er ins Spiel reingekommen ist. Sticheleien unter Kollegen, die sich eigentlich sehr schätzen und mögen. Also ich hoffe, jeder gönnt sich am anderen Einsatz. Ich meine, vor allem so, wenn es noch in einem anderen Verein ist, dann sollte der Kollege nicht seine Spielminuten haben und seine Fortschritte machen. Ist doch schön. Und verbessert auch die Mannschaft in der Nazia. Er ist ein Spieler mit Charakter. Er ist zwar klein, aber er arbeitet viel. Ich mag ihn sehr. Er hat kroatische und ich albanische Wurzeln. Wir haben die Mentalität, wir kämpfen um jeden Meter. Da sind wir uns sehr ähnlich. In der Endphase der vergangenen Saison hat Petar seine Einsatzzeiten in der Super League bekommen und hat damit auch gehofft, er schaffe den Sprung zum Stammspieler. Ja, der Mensch ist so gemacht, dass er immer mehr will. Und das ist einfach logisch, wenn ich jetzt vor 10 Jahren plötzlich in das reinkommen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich umgekippt. Aber das sind ja kleine Teilschritte vom Erfolg, die täglich passieren. Und da passt man sich an und man will immer mehr. Und logisch ist man auch zufrieden mit sich selber, aber eben, geht noch vieles mehr. Auch bei den Leistungstests, wo Schnelligkeit und Antritt gefragt sind. Go, go. Go, zieh. Ja, jetzt, das sind unsere Erfahrungen von den letzten 10 Jahren, wo wir sehen, die Spieler, Futuro-Spieler, die es wirklich arbeiten bis in die Nazi, die haben in diesem Bereich überdurchschnittliche Werte. Und der Fußball hat sich im Bereich Dynamik, Schnelligkeit nochmal weiterentwickelt. Und jetzt gerade wenn jemand spielerisch, technisch gut ist, reicht das vielleicht für sich in der Super League auf nationalem Level durchzusetzen. Aber eben den Schritt noch ganz rauf zu machen, ist das wie eine Voraussetzung, die es heute fast nicht mehr geht. Beim Petar stimmen die Werte. Sein Körper braucht aber noch Zeit. Besser? Ich denke, er hat das Grundniveau, das es braucht, um ganz raufzukommen. Da geht es wirklich darum, sich in dem, auf dem Niveau zu behaupten, Erfahrungen zu sammeln. Und beim anderen Bereich, also die Entwicklung, geben wir auch noch ein bisschen Zeit. Und er ist nicht so, dass er das sehr stark jetzt seine Leistung beeinflusst. Das ist mehr so ein bisschen wirklich eine langfristige Perspektive, wo man denkt, dass er dort noch, auch noch zulegen kann und noch besser werden kann. Wie der Petar hat sich auch der Nationalspieler Mario Gavranovic gegen grössere Spieler durchsetzen. Wir haben halt weniger Zentimeter, deswegen müssen wir arbeiten auf unsere Muskeln sehr gut. Es ist nicht so, dass wer größer ist, besser in der Sprungkraft ist oder so, aber deswegen man lernt den Körper anders zu nutzen mit den Zentimetern, die du hast. Aber noch setzt Petar seinen Clubtrainer Thorsten Fink am Anfang der neuen Saison in der Startformation mehr auf den erfahrenen und grossgewachsenen Österreicher Raphael Holzhauser. Petar muss noch Geduld haben für sein nächstes grosses Ziel. Ich kann meine Leistungen täglich abrufen und am Verein einfach helfen, Stammspieler werden und das Beste geben. Helfen tun ihm dabei der Futuro-Chef Heinz Moser und der U20-Coach Francesco Gabriele. Und ich sage jetzt, für deine Qualität, den Linkfuss, den du hast, müssen wir ehrlich sein. Also, viel mehr zutrauen. Weißt du, auch mal Mut. Auch mal den Mut fassen. Ich meine, wenn nie schiessest, gibt es auch ums Go. Wenn du probierst, okay, kann man daneben gehen. Aber dort einfach wirklich auch das. Du, an dem wirst du nachher gemessen schlussendlich. Außer wir sagen, nein, von der Position ist falsch, oder? Ist er dann eher ein Sechser? Das Problem ist, ich bin eigentlich ganze Junioren bin ich immer der Verteidiger gewesen. Mhm. Und erst jetzt so seit einem Jahr, halben Jahr oder so, bin ich eigentlich der, wo die Goal schiessen und Assists machen.
Also du bist eigentlich zum Spiel gegangen am Spieltag und bist überzeugt gewesen, dass ich spiele. Gut, parat bist du immer. Ja, aber überzeugt. Auch mit den Gedanken, ja. Und? Wie war der Moment, wo er mitgeteilt hat, bist du nicht dabei? Hast du noch präsent? Ja, das habe ich nicht gedacht. Es ist halt so. Aber hast du noch präsent, oder? Schon eingefahren, oder? Bist du eigentlich schon am Match an und hast wollen und hast das Gefühl, ja, zu diesem Zeitpunkt war es schon ein bisschen hart für mich. Ja. Okay. Aber schlussendlich habe ich es akzeptiert. Muss ich ja. Was hat das Umfeld gemeint zu der Entscheidung, dass du nicht gespielt hast? Ja, also das Umfeld. Eigentlich das Einzige, was das gewusst hat, ist meine Familie. Und dass du in der Vorbereitung des Spiels eigentlich lang warst. Ja. Und, sonst erzähle ich ja, dass ich niemandem wieder so Training in der Woche. Okay. Und nicht. Einfach, du hast deine Leistung gezeigt gegen Basel. Jetzt einfach ruhig bleiben und weiter Gas geben. Die Karriere entscheidet sich nicht in einem Spiel. Okay. Aber manchmal braucht es Erfolgserlebnis, um einen entscheidenden Schub zu bekommen. Mitte Oktober ist der Petar bei der U20 für Spiele in Portugal und Deutschland aufgeboten. Gegen Portugal, immerhin der amtierende U19-Europameister, klingt es 1-0 zum 1-1-Endstand. Als anerkannter Führungsspieler fühlt sich der Petar sichtlich wohl im Team. Die Stimmung ist super. Wir verstehen uns alle gut, wir haben Spass. Das erste Spiel ist jetzt super verlaufen. Und jetzt hoffentlich morgen gegen Deutschland einen Sieg. Der U20-Coach Francesco Gabriele weiss, wie wichtig das Erfolgserlebnis für den Petar sind. Es ist natürlich schon so, dass der Petar aus einer Phase rauskommt, wo er wieder weniger gespielt hat. Das merkt man ihm auch an. Er hat dann sicher auch mit der gesamten Mannschaft zwar gute Spiele bekommen, aber hat dann mit zunehmender Spieldauer immer bessere Spiele gefunden. Und ich habe im Vorfeld mit dem Gerät, dass die Nationalmannschaft sicher auch immer eine Möglichkeit ist, eine aktuelle Situation auszublenden und dass er einfach sich hier präsentieren soll. Die Antwort liegt einfach immer auf dem Platz. Und umso besser und umso glücklich bin ich auch für ihn, dass das so gelungen ist, dass er sich das so zu Herzen nimmt. Das habe ich aber auch schon im Club gesehen. Er probiert wirklich vermehrt in die Abschlusszone hineinzukommen, weil, wenn ich natürlich im Offensivbereich will, mich beheimaten, dann muss ich irgendwo am Schluss die Statistik dort anbringen, dass sie dann auch stimmt. Gegen die U20 von Deutschland steht der Petar im Ostfriesland-Stadion wieder in der Startelf. Und auch wenn das Schweizer Team unglücklich mit 2-3 verliert, der Mann im Schweizer Team ist der Petar Pusic. Nummer 8 ist Dreh- und Angelpunkt von seiner Mannschaft und macht Anschlusstreffer zum 1-3 und 2-3. Zufrieden ist der Petar aber nicht. Sicher auch verpennt am Anfang, das muss man so sagen. Aber am Schluss, schlussendlich, haben wir eine gute Reaktion gezeigt. Und keine Ahnung, ich sehe es so, wenn wir den Penalty noch machen, dann ist dann alles möglich. Und die Chance von Pinga noch am Schluss, wenn die sitzt, dann ist auch noch alles möglich. Von dem her, schade. Jetzt hofft er, dass es auch bei GC besser läuft. Mit ihm, fürs Team. Jetzt versuche ich genauso weiterhin auch bei GC in meiner Mannschaft selbst und dass wir jetzt endlich die Siegesserie starten können. Und nächstes Mal bei «Morgen sind wir Champions». Es ist schön, dass mich Juve will, aber es ist nicht der richtige Schritt von GC zu Juve, weil es ist zu ein grosser Schritt und es ist eigentlich fast unmöglich, dass man dort nachher kann Spielpraxis holen kann. Wenn es für dich alles stimmt, dann gehst du. Und wenn nicht, wenn irgendwie ein bisschen Zweifel hast, dann gehst du lieber nicht, weil du musst mit 100% gehen und dann kommt es gut. Der nächste Schritt kann nur auf dem Platz passieren. Ich will besser sein, ich will besser sein, ich will besser sein. Und das ist für mich die Mentalität. Morgen sind wir Champions. Wird präsentiert von der Credit Suisse.